Oh hey da, was geht ab Leute, Hong hier. Wir nähern uns dem Ende des Monats. Dementsprechend müssen wir noch eine Folge von unserem einzigen aktiven Format raushauen. Und zwar das eBay-Format. Wir schauen wieder rein. Schauen mal, was so in diesem Monat auf eBay passiert ist. Und da hatte einer von euch eine interessante Idee. Und zwar soll ich mal reinschauen in die Sachen, die schon abgelaufen sind. Sprich, die Sachen, die auch tatsächlich verkauft wurden. Und dann können wir mal so schauen und reagieren, für wie viel die verkauft wurden. Und was da alles verkauft wurde. Bevor wir das machen, möchte ich aber noch was anderes anschauen. Weil wir haben jetzt echt jeden Service schon gefunden. Wir haben irgendwelche Tausch-Services, Raid-Services, Pokestop-Services, Meltdown-Services, regionalen Services, Baby-Services, Shiny-Services. Und was ich jetzt letztens entdeckt habe, Safari-Zone-Service. Die finden echt für alles irgendeine Art Service. Echt heftig. Vor allem dachte ich, dafür braucht man eigentlich ein Ticket. Deswegen frage ich mich echt, wie die für dich dann diesen Service erfüllen können und für dich farmen können. Weil man braucht ja ein Ticket, und das löst man ein und du hast ja kein Ticket. Keine Ahnung, vielleicht weiß es ja einer von euch. Vielleicht ist das Ticket auch nur, um reinzukommen. Also in die Location und vor Ort kann dann jeder zocken. Keine Ahnung. Oh, Pokémon Go Spielservice für Lotus Quest Day, okay. Erstmal übertrieben teuer, 17 Euro. Wobei 9 Stunden dauert der Tag. Aber Thumbnail von Spieletrend geklaut. Direkt melden. Das müsste man direkt melden. Eiskalt von dem Kollegen geklaut. So, Spiele für dich persönlich auch doch. Von 11 bis 20 Uhr, okay, das sind 9 Stunden. Da ist 17 Euro doch nicht so viel. Alter, 9 Stunden, 17 Euro? Pff, Respekt. Das ist schon ein harter Hustler hier. Ein harter Grinder. Spiele in Berlin Mitte. Das Angebot bezieht sich auf eine Stunde Spielservice. Okay, eine Stunde. Was war das? 17 Euro, 19 Euro? Das ist schon viel. Kleiner Ganove hier. Achtung, laut eBay-Grundsatz darf ich keine Accountdaten von dir einfordern. Daher ist dies ein Angebot zum Traden. Ich spiele in Berlin Mitte, ich werde versuchen, so viele Quests wie möglich zu erledigen. Naja, das ganz andere Zeug kennen wir schon. Was hier vielleicht interessant ist, das ist ein Account. Der ist bereits bei 10,50. Ich schau mal die Bilder kurz an. 100er Gordewar, Simsala, Machumai, Flamaga, Aquana, Kokowai, Hagayama. Ah ja, Flamaga. Ja. Skagaborn! Puh! Skagaborn! 100. Ansonsten. Eine Menge Machumais, eine Menge Simsalabon. Mammutelpa. Dragorans, ja, toll. Ich meine, man kann die IVs nicht tauschen, also. Eigentlich uninteressant, außer du willst den dann hochziehen und dann irgendwie verwenden. Aber da. Da ist ja jetzt nicht so krass, dass man das machen könnte oder sollte. So, wir gehen hier irgendwo auf... wo finde ich das denn? Also ich weiß, auf dem PC habe ich es ganz leicht gefunden. Hier, beendete Angebote. Okay, das hat nicht ganz geklappt. Da war ein Zuschauer, der hatte mir ein Angebot geschickt. Das sollte ich mir mal anschauen, war interessant. Problem ist, es ist unmöglich, diese Nachricht nochmal zu finden. Zu viele Nachrichten, man kann es nicht rausfiltern. Falls du das siehst, schick mir das nochmal, damit die Nachricht ganz oben ist und dann... speichere ich mir das diesmal ab. Aber jetzt schauen wir uns die Angebote an, die tatsächlich gekauft wurden. Und ihr könnt es hier schon sehen. Für 25 Euro wurde dieses Angebot mit der Safari-Zone gekauft. Wow. Auch das Gekkabor-Angebot, C-Day, wurde gekauft. Eine Stunde farmen. Shiny Chance. Wow. Let's go Zeugs. Pokestop wurde gekauft für 12 Euro. Okay, das kann ich noch verstehen. Was ist das, Mann? Fangservice Incognito, C, D und G. 50 Stück insgesamt, 10 Euro. Wurde gekauft. Wow. C, D und G. Ah, brauche ich nicht. Pokémon Go, 100% IV nach Wahl. Ja. Also 2 Euro ist an sich schon verlockend, aber die nehmen deinen Account, die suchen irgendwo hin, wo ein 100er spawnt, fangen den und dann hast du den. Aber ja, das ist nicht cool. Oha. Safari zu einer. Eine Stunde Farm 12 Euro und einer hat es für 25 Euro gekauft. Fail. Was haben wir da noch so? Zwei Stops, 17,24. Wow, was für ein Schnäppchen. Ein Quasar Punk Service, Raid Service, 25 Euro. Hat jemand gekauft. Ihr wisst, er macht, also das ist gar nicht so gut, dieses Angebot. Warte mal, wo ist die Beschreibung? Wo ist die Beschreibung, Mann? Hier. Er macht 5 Raids für euch. Das kostet 25 Euro.
Und die 5 Pässe müsst ihr auch noch haben. Und er lockt sich bei euch ein. Alter, wie kann man sowas annehmen? 25 Euro. Oh mein Gott, da hat schon wieder jemand Spielertrends Thumbnail geklaut. Und das kostet 30 Euro und jemand hat es angenommen. Alter. Pokémon Go kommt, 30 Euro. Eingebot. Okay, Eingebot. Können wir uns mal schnell anschauen, aber... Für 30 hätte ich auf jeden Fall nicht gezahlt für sowas. Hier sind die Bilder. Medaillen. Halb, also fast die Hälfte von der 40 ungefähr. Bisschen mehr. Shiny Melter ein paar. Mammutel. Shiny Kyogre. Also sowas kauft man sich wahrscheinlich eh nur, um die ganzen Shinies rüber zu tauschen oder was auch immer da drauf ist. Nehme ich mal an, ich habe keine Ahnung, was der damit machen will. War jetzt nicht so begeistert davon. Dialga-Fangservice, 9,99. Okay. Also eine Menge von diesen Services werden genutzt, aber Accounts jetzt? Meltonbox, 4x10 Euro. Oh, hier. Level 31 Account, 69 Euro. Okay, Preisvorschlag hat wahrscheinlich jemand gemacht. Regional, Pachirisu, Relikan, Tropios und vieles mehr, 25 Euro. 25 Euro, schauen wir mal. Okay, da ist echt alles drauf. Hallo? Hier so. Die Frage ist, wie oft? Alles einmal oder was? Artikelbeschreibung. So. Folgende 12 Pokémon befinden sich auf diesem Account. Okay, also alle regional einmal sozusagen. 12 waren das. Wie viel hat das gekostet? 25, glaube ich. Ja, das heißt, du zahlst ungefähr 2 Euro, bisschen mehr für einen regionalen. Ja. Was? 44,7 für ein Shiny Spoink? Was? Dies ist für ein glänzendes Spoink, soeben erschienen. I will not 1 Million oder 800.000 Staub handelt. Was? Registriert 20.000 oder 30 Tage und 80.000 Staub handeln. Okay. Oh mein Gott. Mein Ziel ist es, den besten Service rundum, und ich kann Ihnen helfen, mit etwas anderes benötigen, Sie in Pokémon gehen könnte. Was? Naja. Alter, wer kauft Shiny Spoink, Mann? Für 44,7. Achso, wir wollten den Account anschauen, oder? Naja, 69 Euro einerzeit gekauft, naja. Ich will so eins, das so richtig viele Leute draufgeboten haben. 120 Euro. Okay, diese Schaukel wurde verkauft. 30 Gebote. Die Schaukel geht doch nicht so viel. Kann man doch online irgendwie viel billiger bestellen. Oh mein Gott. Alter, die Überschrift von dem Artikel. Pokémon Go Handyschaukel. Punkt. Zum Ausbrüten von Eiern. / Bescheißen der AOK Bonus App. Was? Okay, vielleicht geht sie deswegen so hoch, weil nicht Pokémon Go Spieler das gekauft haben, sondern irgendwie... Sondern irgendwelche Leute, die die AOK Bonus App bescheißen wollten. Habe ich gesehen, Leute, den 175 Account. Schauen wir gleich mal drauf. Alter, Shiny Enter, 55 Euro. Wer kauft das, Mann? 100 Freunde, oh mein Gott. Dieser Freundeservice, den wir uns letztes Mal angeschaut haben. Das hat echt jemand gekauft, 5,99. Alter. Pokémon Go Account, Level 40, Shinies, 100%iger selbsterspielter Account. 300 Euro. Okay, den schauen wir uns an. Das ist wahrscheinlich der letzte Account. So, wo sind die Infos? Pokémon Go Account Level 40. Shinies 100%iger selbsterspielter Account. Artikelbeschreibung. Ah ja, hallo, ich biete hier meinen Level 40 Account an, den ich mit sehr viel Liebe hochgespielt habe. Der Account besitzt, wie auf den Fotos zu erkennen ist, sehr viele Shinies, 100%ige Pokémon, ebenso sind auf dem Account einige Glücks-Pokémon, ebenso wie verschiedene Inkognito von mehreren Events. Der Account ist natürlich auch nie negativ aufgefallen. Bei Kauf wird dann dem Käufer die Login-Daten zugeschickt und wir können starten und Spaß haben. Okay, wir schauen rein. Bin gespannt auf diesen liebevollen Account. 100er! Interessant, oh mein Gott, der hat Razzaf, ich nicht. 100er, Kangama, ah ja, sehr gut. Togetic, nice. Miltank, nice. Blissey, also Halterga. Sharox, 2 Despotar. Godoar,
Und das war's auch schon. Regi-Eis. Der würde mir fehlen, aber bringt ja nichts. Ah ja, ist okay. Es wird halt so. Ja. Schauen wir uns die Shinies lieber an. Sieh der Shinies, Ponita am Start, Pinsir, Hypno, Knogger. Eine Menge Evolis, Lavados. Würde mir fehlen, Zapdos, würde mir auch fehlen. Eine Menge Kanimani, alles klar. Was ist da? Snubbull, nice. Tanzer, nice. Tanzer ist nice. Oh. Naja. Wie viel? Für wie viel wurde das verkauft? Nochmal hoch hier. Nochmal zurück. Nochmal zurück. 300 Euro. Angebot. Ja. Nie. Niemals. Es hat ja auch nur einer geboten, ein Verrückter, der halt Bock drauf hatte, aber ansonsten. Es werden gar nicht so viele Accounts verkauft. Zumindest nicht hier in Deutschland. International wahrscheinlich. Oh mein Gott. 890, jemand hat es gekauft. 5 Kyogre 100, was? 5 Kyogre 100 IV? Lava? Digga, tatsächlich, Mann. 5 Kyogre 100 IV, 4115 CP, 18 legendäre Max CP, 3865 Coins. 2 Mewtwo, 2 Ho-Oh, Latias, 100er Latios. Okay. Rayquaza. Regi-Eis 100. Ah ja. Zapdos, Arctos, Lavados, alles shiny. Wobei bei Arctos weiß ich das nicht. Auf jeden Fall Lavados shiny. Kangama, Tauros. Aber ich glaube nicht, dass die 100 sind. Po, da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, eine Menge. Despota. Gutalanda, Dragoran, Mewtwo, Kyogre, Glodon. Das ist doch ein Account, der ballert. Aber 890, Mann. 5 Shiny Ho-Oh. 5 Shiny Arctos. 3 Shiny Zapdos. Eine Menge Shiny. Eine Menge Shiny. Ob der Account so legit ist? Schauen wir uns nochmal schnell die Beschreibung an, was er da so schreibt. Account, aha. Also er schreibt nicht, dass alles per Hand und mit Liebe hochgezogen wurde. Ja. Also das ist krass, aber so sicher ist dieser Account nicht und naja, viel Spaß, wer auch immer diesen Account gekauft hat. Aber 890 ist krank. Alter, allgemein diese ganzen Preise auf eBay sind einfach krank, Mann. Das ist es einfach nicht wert, Leute. Zockt einfach euren eigenen Account, habt Spaß, aber schon interessant, was so abgeht auf eBay, auf was für Ideen die Leute so kommen, was da alles verkauft werden kann und wird. Und Leute zahlen dafür auch sogar noch. Echt krass. Das war's von mir, Leute. Wir haben wieder auf eBay vorbeigeschaut. Wir sehen uns nächsten Monat wieder. Mal schauen, was da so alles passieren wird. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business. Vor allem auf eBay, Leute.